So, wir haben es gerade schon gesagt, irgendwo wird sich im Moment nicht mehr viel bewegen in den Ergebnissen. 36% zu, 47%. Wir haben jetzt noch ein paar Wochen, um etwas zu tun. Wie wird denn jetzt Horst Wiesocki argumentieren, um das aufzuholen? Ja, erstmal ist doch wichtig, ein deutliches Zeichen, dass es neben der Jamaika-Koalition noch eine eigene Mehrheit gibt. Sonst wären die ja nicht bei 46-47% stehen geblieben. Das heißt, wir müssen unsere eigenen Mitglieder motivieren, die Ortsvereine, die Fachgruppen. Und wir können auch noch bei den Bürgerinitiativen entsprechende Stimmen holen, weil die meisten auch sozialdemokratisch geprägt sind. Es ist auch ein relativ, wenn man sagt 10%, relativ knappes Ergebnis im Moment, wie ist die Stimmung ausgegangen? Die Stimmung ist gut. Wer hätte uns denn vor 3 Monaten zugetraut, dass wir in eine Stichwahl kommen? Hätte doch keiner einen Haken drauf gesetzt. Wie werden die nächsten 2 oder 3 Wochen aussehen jetzt noch bis zur Wahl? Sehr viel Arbeit und Überzeugungsarbeit bei den Wählerinnen und Wählern. Mobilisieren, mobilisieren.